Durchlaucht, Königliche Hochheit, sehr verehrte Gäste, im Namen des Stiftungsrates des Liechtensteinischen Landesmuseums heiße ich Sie heute Abend ganz herzlich willkommen. Was kann es Schöneres geben, wenn ein Land zur Feier seines Bestehens Geschichte, Wissen, Kunst und Kultur in den Mittelpunkt rückt? Natürlich braucht es dazu die günstigen Fügungen. Als Land auf 300 Jahre kontinuierliche Geschichte zurückzublicken, sowie die Möglichkeit, diese Geschichte auf jene Art und Weise darzustellen, wie sie das Liechtensteinische Landesmuseum geschieht. Wir freuen uns daher sehr, dass heute die Ausstellung 1719, 300 Jahre Fürstentum Liechtenstein, der liechtensteinischen Bevölkerung, unseren Freunden in den Nachbarländern und dem internationalen Publikum eröffnet wird. Am Beginn eines solchen Vorhabens braucht es die Bereitschaft, jene Chancen, die Kunst und Kultur bieten, zu erkennen und das Go für eine solche Ausstellung zu geben. Unser Dank richtet sich daher an die Regierung, Frau Regierungsrätin Frick mit ihrem Ministerium und dem Liechtenstein Marketing, dass sie das Landesmuseum mit dieser Aufgabe betraut hat. Sie sehen, bereits die Initiierung eines solchen Projekts braucht das Bündeln der Kräfte. Umso mehr ist dies bei der Umsetzung gefragt. So haben Direktor Vollkommer und sein Stellvertreter Donat Büchel zunächst ein Konzept entwickelt, mit dem es gelungen ist, verschiedenste Partner in die Ausstellung einzubinden. So konnten die Stiftung Fürstlicher Kommerzienrat Guido Feger, die Walliner Stiftung und Oerlikon Balzers als Hauptsponsoren gewonnen werden. Ihnen und allen weiteren Sponsoren vielen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung. Themenfindung, inhaltliche Planung, Überzeugen von Leihgebern, personelle Kapazitäten neben der Alltagsarbeit im Museum sicherstellen, die Aufgabe und die anspruchsvolle Zeitplanung für die Ausstellung haben bei den Mitarbeitern im Landesmuseum zusätzliche Energien freigesetzt. Daher an dieser Stelle ein herzliches Danke an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesmuseums. Jede und jeder leistet einen unverzichtbaren Beitrag zum Gelingen solcher Projekte. Stellvertretend seien hier vorerst Michael Büchel für Budgetplanung und Überwachung genannt, sowie Sabine Nägele als organisatorisches Zentrum. Dieser aufrichtige Dank schließt mit ein, dass wir parallel zu den Vorbereitungen der 300-Jahre-Ausstellungen im Vorjahr das Postmuseum Liechtenstein umgebaut und im Dezember wieder eröffnet haben. Dass drei längere Sonderausstellungen sowie 12 kürzere Sonderausstellungen in allen 4 Häusern umgesetzt wurden. Und dass das Landesmuseum darüber hinaus die zukunftsorientierte Strukturentwicklung konsequent vorangetrieben hat. Im Mittelpunkt jeder Ausstellung stehen die gezeigten Exponate. Liechtenstein als Land und das Fürstenhaus hatten in den Jahren seit 1719 einen Wirkungsraum, der weit über unsere Landesgrenzen hinausging. Es brauchte daher die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Leihgebern, um die Ausstellung zu verwirklichen. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich bei der Archäologie und Landesarchiv im Amt für Kultur, Gemeinde und Pfarramt Triesen, Gemeinde Schaan, Dr. Peter Rheinberger und Familie Rheinberger, Liechtenstein der Princely Collections, Vaduz, Wien. Weiters bei Geistliche Schatzkammer, Hofjagd und Rüstkammer, Sammlung alter Musikinstrumente und Schloss Ambras, Innsbruck, des Kunsthistorischen Museums Wien. Haus-, Hof- und Staatsarchiv sowie Verwaltungsarchiv im Österreichischen Staatsarchiv Wien. Akademie der Bildenden Künste in Wien, Historisches und Völkerkundemuseum in St. Gallen, sowie beim Bayerischen Nationalmuseum München, Porzellanmuseum Schloss Fürstenberg in Niedersachsen, Mathematisch-Physikalischer Salon, Grünes Gewölbe und Rüstkammer, sowie
Porzellansammlung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Damit eine Ausstellung ein intellektuelles Erlebnis wird, muss sie heute auch ein visuelles Erlebnis sein. Matthias Marxer und Gregor Schneider haben mit dem Design der Ausstellung genau dafür gesorgt. Die bemalten Wandbespannungen stammen von Rainer Erd. Und German Foser sowie Thomas Müssner vom Landesmuseum waren für die pünktliche Fertigstellung des Aufbaus verantwortlich. Ihnen allen vielen Dank. Neben dem Logo sind Marxer und Schneider auch für die Gestaltung des Buchs zur Ausstellung verantwortlich. Inhaltlich sind Direktor Volkommer und Donna Büchel dabei jedoch einen Schritt weiter gegangen, als einfach einen Katalog aufzulegen. Im Vorwort ist zu lesen: Die Publikation lehnt sich an die Sonderausstellung an. Sie ist als Begleitbuch zu verstehen, welches vertiefte Einblicke in die einzelnen Themen gibt. So versammelt der Band 50 Beiträge von 37 verschiedenen Autoren, bei denen ich mich für die akkurate Mitarbeit herzlich bedanken möchte. Die 660 Abbildungen wurden sprichwörtlich von Institutionen aus der ganzen Welt zur Verfügung gestellt. Die Hermitage in St. Petersburg sei hier genauso erwähnt wie das Guangzhou-Museum in China. Aber natürlich auch heimische Institutionen wie die Archäologie und das Landesarchiv im Amt für Kultur und Liechtenstein der Princely Connections. Ausstellungen sind für die Besucher da. Sie möchten sie faszinieren, anregen und vielleicht auch zum Staunen bringen. Es ist dem Landesmuseum daher Verpflichtung und Anliegen, möglichst viele Menschen aus den unterschiedlichsten Interessenslagern für den Besuch von 1719, 300 Jahre Fürstentum Liechtenstein, zu begeistern. So hat Sabine Braun, die Leiterin von Bildung und Vermittlung, für Kindergärten und Schulen ein stufenspezifisches Programm entwickelt. Darunter ein Kreativworkshop, Schreiben anno dazumal, die Erarbeitung von Inhalt in Gruppen oder spezielle Führungen für höhere Schulstufen. Ende März gibt es dazu eine Einführungsveranstaltung für Lehrerinnen und Lehrer. Genauso wird es Angebote für Seniorinnen und Senioren geben. Öffentliche Führungen und Spezialprogramme für den Internationalen Museumstag am 19. Mai oder die lange Nacht der Museum am 5. Oktober. Und für alle, die an Geschichte vertieftes Interesse haben, ist auch die Vortragsreihe des Historischen Vereins ein besonderer Gewinn. So referiert am 6. März um 18 Uhr Frau Dr. Arnecker unter dem Titel »Der lange Weg zum Fürstentum Liechtenstein« zum Thema der Ausstellung. Als ich vor einigen Tagen im Landesmuseum ankam, wurden gerade Objekte geliefert und da hat die Mitarbeiterin am Empfang mich mit den Worten begrüßt: Nächste Woche ist der große Tag. Wir sind alle schon sehr gespannt und wir freuen uns auf diesen Tag. Ich empfand das als ein sehr schönes Zeichen. Da sieht man, dass alle im Landesmuseum diesem Tag entgegengefiebert haben. Lassen Sie sich davon anstecken und freuen Sie sich auf 1719, 300 Jahre Fürstentum Liechtenstein. Vielen Dank.